Was will der fremde Mann am Zaun? Er bittet demütigst um eine Schale Reis. Ihn hungert. Wer bist du, fremder Mann? Der Sohn eines Vaters, der sich erhängte. Der Sohn einer Mutter, die in Kummer starb. Der Bruder einer Schwester, die sich verkaufte. Lass mich vor dir niederknien und den Staub von deinen Füßen küssen. Kannst du mir verzeihen, dass ich dich einst schlug, wie man ein Maultier schlägt? Darf Mensch den Menschen schlagen, Bruder, die Schwester? Unsere Mutter starb, als du in der Fremde warst. Er bat mich als seine Gattin, Ehren und Achten gelernt. Dazu hergegeben und erniedrigt, die verfluchte Rasse der Pavor zu pflanzen. Es ist auch mein Kind, und auch ich werde ihn immer wieder banden, denn mein Leib längst im Schaden fand. Ich will ihn kommen, um ihn zu hassen. Der Bruderschaft vom weißen Lotus. Sie hat sein Todesurteil gesprochen. Das Erwarten, lass mich das erwarten, das kleine Kreuz ist befreit. Gib mir das Messer. Ich werfe mit dem Messer nach dem Kreis. Der Kreis umschließt sein Leben. Trifft das Messer den Raum innerhalb des Kreises, so haben die Götter gerichtet, so muss er sterben. Das Messer hat nicht innen, nicht außen, es hat genau die Linie des Kreidekreises getroffen. Bruder, nimm das Messer und berichte der Bruderschaft von dem wunderlichen Orakel. Lass es die Weisesten der Bruderschaft deuten. Dies eine versprich mir, das Urteil nicht eher zu vollziehen, als bis der Sinn des Orakels geklärt. Ich werde es den Brüdern berichten. Ich werde wiederkommen.